Und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command World at War gegen den Battlemeister. Und mal sehen, die Front in der Sowjetunion, nehmen wir an, hat vielleicht hier und da ein paar Meter gemacht, aber nichts Großartiges. Und dieses eine japanische Landungsboot, ich frage mich immer noch, wo das eigentlich hin sollte. Er hat weiter seine Überseeschiffe, die sind da irgendwo bei Norwegen. Okay, wenn die jetzt reihenweise unsere Schiffe versenken, ist das nicht sehr nett. Ist meine persönliche Meinung. Er fährt mit seiner blöden Pack ran. Und er hat seine ganzen Bomber hier. Halt den Bombern haben wir hier auf Dauer wenig entgegenzusetzen. Vor allem, wenn so ziemlich alle sind, die er da hat. Aber na gut, dann versuchen wir hier halt einfach zu halten. Ich meine, solange die Bomber hier alle sind, können sie ja nicht in Russland sein. Und das ist dann, finde ich, schon mal gut, wenn wir hier irgendwo die Front entspannt. Ah, ein Bomber doch noch da. Aber insgesamt können wir die Front ja ganz entspannt dann mauern. Und er hat noch versucht, Schaden zu machen. Hat zum Glück nicht funktioniert. Ja, jetzt kommen so langsam seine ganzen Truppen. Ich hoffe mal, unsere Verteidigung halten das aus. Und hier ist ein zweites Landungsboot. Das erste ist gar nicht weggefahren. Ich weiß es nicht, ist vom Spiel her ein Event, dass wir irgendwo demnächst mit irgendwem im Krieg sind hier? Die Deutschen machen nördlich von Großbritannien Ärger mit ihren Schiffen. Die Italiener in Gibraltar. Und die Japaner machen da irgendwas bei Singapur. Ich weiß aber gerade noch nicht so recht, was hier noch was Spannendes bei. Ah, die fünften Panzer sind schon zerstört. Das ist gut. Er investiert in die Türkei. Oh. Warte, wir überholen ein paar Schiffe. Keine weiteren Details. Also, die Royal Navy überholt und erneuert folgende Schiffe für den Einsatz zum Ende des Jahres 1941. Aber sind die meisten Schiffe erst nur zwischen 1942 und 1943 bereit? Welchen Sie die Schiffe an Lieferungsdatum im pazifischen Raum? Ja, oder lieber im europäischen Raum? Nein. Jetzt sieht doch schon im Moment lieber in Europa, wenn die Deutschen da Ärger machen. Oder ist das die Pazifikflotte, die wir brauchen? Die Deutschen bauen ihren Flottenstützpunkt bei Sankt-Nazaire aus für die Verwendung von U-Booten und wir können da einen Schlag gegen vorbereiten. Ich meine, das können wir auch schon aus Bauernhub und die Events, die man von da kennt, muss man jetzt, finde ich, hier nicht mehr so lang ausführen. Hier sind Partisanen gespawnt. Anders ausgedrückt. Die Davern sind woanders. Ich würde ja gerne Peking nehmen oder diesen anderen Ort. Aber ich finde, hier ist mit das beste Ziel, weil wir dann auch das Haku treffen können. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, und bei du wirst verstärkt. Und hier haben wir mal zwei. Ja. Drei können wir ja mal mitnehmen. Bei 1 lohnt sich aber alleine nun nicht so sehr. Könnten wir versuchen, hier ein bisschen rüber zu ziehen? Sind wir aus Interesse? Okay, da oben ist noch einer. Aber wenn die auf Dauer hier vielleicht ein bisschen Ärger da entlang machen, könnte auch dieses Haku hier mal wieder eine Aufgabe haben und hier hinziehen auf Dauer. Na gut, ihr passt hier erstmal weiter auf. So, hier war das Problem. Unsere Einheiten sind fast draufgegangen.
Gehen wir mal die Armee vorne rein. Ansonsten meinetwegen Überstärke und der. Warte, warum stand das Sakura im Hochgebirge? Naja, die Versorgung stimmt ja trotzdem. Achso, wahrscheinlich, weil es irgendwann einfach mal nur Platz machen sollte. Sonst, ich würde sagen, ja, so Reserveeinheiten mal vorsichtig nach da oben hinschieben. Und gucken, was passiert. Gut, und du passt hier auf, weil die Japaner schon da sind. Dann haben wir hier plötzlich jede Menge japanische Schiffe, was mich ein bisschen wundert. Oh, was ist denn hier los? Flugzeugträger, Schlachtschiff, Leichterkreuzer, Spezialeinheiten auf dem Boot. Noch mehr Spezialeinheiten. Geht das hier bald los in der Gegend? Das ist hier eine Überfallflotte für Niederländisch-Indien. Warte, was ist denn das? Was ist Niederländisch-Indien heute? Komm gerade nicht drauf. Da war es Indonesien. Also das sind die Philippinen. Kann sein, dass es wie auch immer. Kann sein, dass es Indonesien war oder irgendeins Länder in der Nähe. Wir beobachten das einfach mal ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall eine Invasionsflotte. Das sieht man ja wohl nun ohne weiteres. Ich würde sagen, hier die Einheit, soweit wie es geht, verstärken sind alle. Das ist gut. Die Inder warten da erstmal. Ja, kommen wir nach Ägypten. Großes Problem. Er hat 3 oder 4 Bomber in der Nähe. Und das ist einfach zu viel Luftwaffe. Damit wären wir nicht fertig. Wir müssen irgendwie sehen, die Position hier so lange wie es geht zu halten. Du müsstest nach hinten. Na gut, da den wegfliegen, aber wir müssten ihn eigentlich verstärken. Oder was, du kannst auch dahin, wo das Akku steht, und das Akku weicht mal eben dahin aus. Du weichst dahin aus. 1-0 können wir versuchen. War ja klar, dass es so irgendwie endet. Ihr müsst verstärkt werden. Sandsturm. Also wenn wir fliegen wollen, ist natürlich immer Sandsturm. Du kommst näher ran, hatten wir. Keine weiteren Einheiten. Also das sind jetzt wirklich alle. Und wir müssen hoffen, dass sie das zumindest noch einen Moment halten. Ja, wir nehmen schon den neuen indischen Bomber, aber der braucht noch die Upgrades erstmal. Und auf Dauer brauchen wir ein indisches Akku, aber nächstes Jahr kommt irgendwie erst das nächste. Und darauf zu sparen, die sind halt immer extrem teuer. Wir haben einen schweren italienischen Kreuzer. Ich weiß, hier sind auch 2 Schiffe oder müssten es sein. Könnt ihr schon mal diesen schweren Kreuzer da auseinandernehmen? Ich meine, wenn der einfach so in uns reinfährt. Sehr gewagt ist das hier schon. Dann. Okay, die passen hier auf. Die passen da unten ein bisschen auf. So, U-Boote und so ein Kram. Bei zum Teil bitte in die Werften. Die Deutschen haben ihre Überseeflotte irgendwo in der Nähe. Das heißt, wenn ich. Und der hier braucht sowieso nochmal die Upgrades und alles. Da ist ein freier Hafen. So, du fährst nach Norden. Kann natürlich sein, dass die Italiener jetzt demnächst auch mit ihrer Überseeflotte auf die Jagd gehen. So, dieser Marinebomber kommt mal hier mit hin. So, ja, bei den Briten hatten wir dann auch irgendwas Wichtiges in der Forschung. 125 Punkte, irgendwas, wo man sagen würde, das brauchen wir jetzt dringend. Eigentlich nicht, sonst gehen wir mal daran, die Schiffe zu verstärken. Wenn die meinen, hier einfach schon so in unseren Gebieten fahren zu können. Gehst mal ein bisschen weiter in Deckung, ist ein Flugzeugträger.
Na gut, und unsere Flieger haben halt, oder na gut, gehen wir ein bisschen auf Schiffe. Kriegt auch noch ein paar Upgrades rein. Sind wir etwas kampftauglicher, falls wir da Ärger machen? So, dann sind wir hier quasi einmal rum. Das ist auch noch ein kanadisches Schiff. Auch aber Upgrades und Verstärkungen. So, wir sind an der Ostfront. Also, der deutsche Panzer wurde am Ende wegen Versorgungsmangel zerstört. Wir sollten uns hier in der Nähe aufbauen. Wenigstens hier so grob den Fluss entlang, aber da, wo die Stadt ist, auch auf der anderen Seite des Flusses, damit wir die Stadt möglichst gut halten können. So, hier so ähnlich. Du wirst verstärkt. Du bist eigentlich recht wertvoll. Du darfst mal zurück. Und auch den schweren Panzer würde ich jetzt erstmal in die zweite Reihe zurückschieben. Dann haben wir hier halt so, ne, entlang des Flusses unsere Linie. Und hier noch so ein bisschen im Außenbereich. Wird ein Angriff mitgenommen. So, dann haben wir hier unsere tatsächlichen Befestigungen so ein bisschen. Hier eins. Warum ist denn das jetzt so gut? Also, stimmt natürlich. Ach ja. Bei World at War gibt es ja nicht das mit den sowjetischen Infanteriewaffen, dass man die dreimal taggen muss. Deswegen, wir haben 1 und er hat 0, deswegen ist unsere Einheit auch stärker. Erklärt einiges. Ja, überall nur hohe Verluste. Und die sowjetischen Einheiten sind ja nicht billiger in dieser Version des Spiels, deswegen. Bis zum Teil erlassen hatten wir neue. Ein rotes Jagdflugzeug, das bringt leider nicht ganz so viel. Bomber nutzen auch nichts. Fällt gerade auf, wir haben hier unten gar keinen Flug. Dann kannst du mal dahin kommen. Du bist da und da ist noch jemand. Die Bomber nutzen halt einfach noch nicht so viel. Ja. Ich würde den ja schon gerne irgendwie vernichten. Sehr schön. Eine Feindeinheit weniger. Du stellst sie mal da an, falls sie dadurch brechen, dass das Akku ein bisschen geschützter ist. So, ein rotes Jagdflugzeug. Und wir können euch noch eins geben. Ein Panzer. Entschuldigung, ein Panzer in Kanada. Ah, und noch mehr Marinebomber. Ich denke auch mal, die werden wir. Warte. Dürfen die auch hier drüben so platzieren? Aber wie war das gleich? Wann durfte man wo wie viele Einheiten haben? Aber wir haben eh eine hohe Kriegsbereitschaft. Ein hohes Territorium. Faszinierend irgendwie. Also ja, das finde ich mal. Ich weiß, also ich riskiere mal, ihn daran zu packen. Moment, und da haben wir schon zwei. Ich meine, innerhalb dieser Linie durften wir doch bleiben. Dann kriegt ihr hier draußen auch mal einen. Gut, das U-Boot da hat auch noch schön Versorgung. Dann gucken wir ein bisschen in die Forschung rein. Ach, jede Runde die Frage, was war jetzt nochmal fertig geworden? Befehlskontrolle, glaube ich, weil den können wir dann auf den zweiten ziehen und dann haben wir nichts weiter. Sowjetunion, 125 Punkte, was dabei? Amphibische Kriegsführung, Logistik vielleicht viel eher. Da würde ich im Zweifel eher auf Einheiten sparen. Und Indien bräuchte jetzt langsam so Sachen wie Langstreckenflugzeug oder so. Kann man mit den Punkten nicht viel machen. Achso, liebe USA, ihr habt alle Marinebomber.
Überlegen, sollen wir weiter jetzt einfach in Flieger investieren oder doch mal in Boote? Und wir können uns ja einfach mal ein U-Boot für die Aufklärung kaufen.